Wir haben ja bereits über das Domplatz Open Air Rebecca berichtet, doch nun ging es endlich an den Start. Wir durften bei der Generalprobe vor dem großen Tag mit dabei sein und das Stück einmal in voller Gänze miterleben. Und ein Erlebnis ist es auf jeden Fall. Man verfolgt die Geschichte vom gut betuchten Maxime de Winter, der erst kürzlich Witwer wurde. Nach einem Jahr Pause zeigte er sich wieder der Öffentlichkeit mit einem Besuch in einem noblen Hotel. Dort trifft er dann auf die Hauptprotagonistin, die während des gesamten Stücks nur den Namen Ich trägt. Sie arbeitet als Gesellschafterin, doch ihre niedere Stellung macht Mr. de Winter nichts aus und die zwei verliebten sich und heiraten schließlich. Als das frisch verheiratete Paar zurück auf sein Anwesen in Mandalay kehrt, wird schnell klar, dass die Anwesenheit der neuen Mrs. de Winter nicht von allen akzeptiert wird. Denn der mysteriöse Tod von Maximes früherer Frau Rebecca konnte nicht so einfach vergessen werden. Wie zum Beispiel von der langjährigen Haushälterin Mrs. Danvers. Während der Generalprobe achtete der Regisseur Erik Petersen auf jedes Detail, damit das Stück auch wirklich perfekt wird. Doch schien er sehr zufrieden, denn auch die Proben liefen bisher wohl einwandfrei. Ich bin sehr zufrieden, weil wir haben dieses Jahr ein Riesenglück, dass wir keine einzige Probe absagen mussten aufgrund des Wetters, weil wir haben wirklich dieses Jahr unheimlich Glück. Natürlich für die Natur nicht so schön, dass es so wenig regnet, aber für uns kommt es sehr entgegen. Und wir haben natürlich jede Zeit genutzt hier auf dem Domplatz und verfeinern immer noch auch nach der Generalprobe. Also wir werden bis morgen Abend noch an allen Schrauben quasi drehen, damit die Premiere wirklich so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Doch während der Regisseur mehr als zufrieden schien, kämpfte Mr. de Winter immer noch mit dem Tod seiner früheren Frau. Ich versucht alles, um ihren Mann von der Tragödie abzulenken, doch endet dies die meiste Zeit nur im Streit. Da kam ihr die Idee, einen Maskenball abzuhalten, so wie es früher Tradition auf Mandalay war, um ein wenig Heiterkeit in das stille Haus zu bringen. Hier konnte man den Aufwand und die Professionalität des Stückes besonders bewundern. Doch sind Tanzeinlagen, Hebefiguren und Pyrotechnik noch lange nicht alles, was das Musical zu bieten hat. Denn die ganze Bühne, die auch teilweise aus Wasser besteht, ist permanent in Bewegung. Denn auch hinter der Bühne hat man nicht an Personal gespart, um alles zu realisieren. Das Musical ist in zwei Akte aufgeteilt und der zweite sieht den ersten keineswegs nach. Im zweiten Teil geht es bei uns noch mehr ins Wasser. Wir haben ja schon mal davon berichtet, von diesen berühmten Wasserspielen, die wir hier machen auf dem Domplatz. Und jetzt im zweiten Akt ist vor allem das Thema des Wassers noch ein großer Bestandteil. Große Choreografien werden im Wasser stattfinden und auch andere Szenen. Doch wollen wir in diesem Beitrag natürlich nicht zu viel verraten. Doch lohnen tut sich die Karte auf jeden Fall, von denen es übrigens nicht mehr allzu viele gibt. Die Wochenenden sind bereits so gut wie ausverkauft. Wenn Sie also wissen wollen, was es mit dem mysteriösen Tod von Rebecca auf sich hat, sollten Sie sich beeilen. Die Vorstellungen werden bis zum 9. Juli gehen. Warum taucht auf einmal ein Boot mitten auf der Bühne auf? Wird die Ehe zwischen den de Winters glücklich enden? Das und vieles mehr müssen Sie selbst herausfinden. Doch eines verrate ich Ihnen jetzt schon. Der Domplatz wird brennen.